Ich würde sagen, es ist Gewitter im Kopf, Leute. Schauen wir einfach bei Gewitter im Kopf vorbei. Ich würde sagen, let's go. Gewitter im Kopf als Hundesitter. Los geht's und los. Soll ich den Tipp an die Leine nehmen? Dann schreibt es in die Kommentare. Henry. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich werde heute mal auf hilfiger Flex angelehnt, der reiche Jan, einen Tag mit Tims Hund, also dem Henry, verbringen. Viele von euch haben sich ja gewünscht, dass ich mal ein bisschen mehr mit dem Hund mache. Ha, ich töte ihn gleich. Ja! Ich würde sagen, dass wir gleich mal Gassi gehen. Ich glaube, vorher müssen wir ihm noch ein Halsband anziehen. Ja. Ich stranguliere den da dran. Aber ich glaube, du freust dich. Und freust dich aufs Gassi gehen? Er reagiert auf diese Begriffe, oder? Ich weiß nicht, ob... Ich weiß nicht, ob Henry sich freut. Du musst Pipi machen, sag. Ja, Pipi machen. Oh, ja. Ja. Ha, quietschi. Oh. Nein, 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 nicht das ganze Essen. Nicht das ganze Essen. Aber davon kannst du welche mitnehmen. Du brauchst die als Leckerchen zum Gassi gehen. Nur ein paar. Jan. Nein. Jan, was machst du denn? Jan, bitte. Henry, Jan. Schnell. Der nimmt dir dein Essen weg. Können wir nicht einfach die Schüssel mitnehmen und unterwegs gebe ich ihm das? Wieso willst du die ganze Schüssel... Warum sollte man die... Das macht keinen Sinn, die komplette Schüssel mitzunehmen. Nein. Aus der Schüssel heraus. Warum nicht? Soll ich dir eine Tüte geben dafür, wenn du es nicht in deine Hosentasche machen willst? Du tust das in deine Hosentasche? Ja, natürlich. Da ist Portemonnaie drin. Ach ja, okay, da freut er sich ja schon. Ja, chillst du jetzt mal eine Runde? Hallo. So, ich würde sagen, dann gehen wir mal los. Ne, der freut sich ja schon. Los geht's. Das ist sein... Was war da gerade bitte? Ah, das Kennzeichen war zensiert. Alles klar, okay. Das ist sein Spielzeug. Ja, das nimmt er immer mit. Du bist ja eher so der Katzenfan, ne? Ja, absolut. Wie kommt das? Vermutlich, weil ich, seit ich klein bin, immer welche hatte und nie einen Hund. Serengeti zum Beispiel, deine Katze, die kennen wir ja alle. Und ich finde, Katzen sind halt deutlich pflegeleicht und die gehen ja alleine Gassi, ne? Das stimmt. Du kannst ihn jetzt quasi von der Leine eigentlich abmachen. Ja, warte doch. Hundefleisch. Ball. Denkst du, der hört auf dich, wenn du den rufst? Henry. Henry, komm. Er bleibt schon mal stehen. Akani hätte längst schon irgendwem anders ins Bein gebissen. Nee, der guckt nur. Hä? Man ruft ja einen Hund auch nicht so. Henry, Henry, komm. So geht das nicht. Ja, da ist ein Schatz vergraben. Peitsch dich jetzt mit deiner Hundeleine. Nein. Ja. Nein. Alter. Henry. Henry. Muss es so weiter? Das habe ich in seine Pisse geworfen. Top. Ups. Guck mal, ob der auf dich hört, wenn du komm sagst oder so Platz oder so. Henry, komm. Platz. Platz. Oh, der ist aber... Sitz. Oh. Der ist aber wirklich gut erzogen, Alter. Das muss man ihm lassen. Tim, kannst du... Das war's eh nicht du. Das war deine Mutter, Tim. Du kriegst selber nichts zustande. Jetzt kannst du ihm Leckerchen geben. Ah, das hat er gut gemacht. Mhm. Also, ja, ja. Deshalb wird er auch belohnt durch ein Leckerchen. Kleiner war, hatte ich Nintendogs auf dem DS. Also hast du schon Erfahrung mit. Der schmeißt dem das einfach auf den Kopf, das Leckerchen. So geht das nicht. Was ist das hier eigentlich schon wieder? Der hat sich jetzt im Stream, hat sich jetzt hier ein Pickel gebildet oder so. Leute, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keine Lust mehr. Also habe ich im Prinzip Erfahrung mit Hunden. Ich hatte da sogar ganz viele Hunde, denen ich Tricks beigebracht habe. Ja, Nintendogs, echte Hunde sind genau das gleiche. Alle Nintendogs, die seit 2006 nicht mehr gefüttert wurden. Das macht der Tim gleich mit dem Mund weg. Der Henry hat gewurstet. Oh, Junge. Nee, die Leine musst du nicht werfen. Oh mein Gott. Wurde der Hund von einer Frau erzogen? So ein Zimp. Ja, hol die Leine. Er geht um. Getriggert. Nee, Henry. Henry, so weit habe ich nicht geworfen. Die liegt. Wie der die sucht. Hast du sie? Ja. Alter. Ja. Nein, nicht werfen. Hier. Jan. Hä? Ja. Fass. Nehme jetzt den Tim an die Leine. Da. Das Ding ist, du musst aufpassen. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass Tim, wenn der auf allen Vieren geht und alleine ist, schnell eine Erektion bekommt. Das würden wir in dem Video hier gerne verhindern. Komm. Jan. So gefällt mir das.
Eigentlich musst du die Leine an seinem Brustwarzenpiercing festmachen. Dann läuft bei ihm richtig gut, Digga. Dann geht er richtig ab. Hm. Na, kann ich's wieder abmachen? Kommst du mit? Nimm dein rotes Ding mit. Mach wuff, wuff, wuff. Wuff, wuff, wuff. Okay, mach wuff, 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 Alter. Ich mach es dir ab. Danke. Ganz seltsam. Hallo. Hat er auch so einen Hund? Also. Genau. Top-Unterhaltung. Super, super. Also wenn jemand auf eine Ja-Nein-Frage mit was anderem antwortet als Ja-Nein, man liebt's. Nein, mein Freund fängt das. Tim Pass. Die arme Frau. Hast du mich gehört? Ja, muss ich's jetzt aufheben? Mit deinem Mund. Warum? Warum stellst du immer wieder diese Fragen, Tim? Du weißt doch, dass du es nur schlimmer machst. Hör doch auf, immer bewusst ihn zu triggern. Du bist ein kleines Arsch, Tim. Nein. Uns kam gerade eine Frau entgegen. Natürlich hat Tim ein Nippelpiercing. Der hat 2 Stück. Natürlich. Natürlich, klar. Die sind sogar entzündet und eitern. Hauptsache, die Frau hat zu uns gesagt, Henry. Da war eine Frau, ne? Simp. Hm. Ich sag schon Henry zu dir. Okay, ich sprich mit dir, Tim. Ich sag mal. Hauptsache, die Frau meinte zu dir, ich hatte auch mal einen Hund und du sagst ja, genau. Was? Er wusste das, er wusste das. Er kennt die Frau ja persönlich. Er kennt die ja. Achso, ich habe verstanden, ist das hier auch ein Hund? Deswegen, ich fand die Frage. Was ist das für eine Frage? Sorry, ist das hier auch ein Hund? Ja, genau. Mhm. Alles klar, was ist das für eine Rasse? Hund. Sag denn so. Ich fand die Frage deshalb eigentlich komisch. Ach. Nein, das ist eine Giraffe. Soll ich es mal ganz weit werfen? Mach mal. Nicht so! Jetzt muss ich selber kurz holen. Ja, was? Hier links ist doch die Stelle, wo die ganzen Bäume abgeholzt haben. Machen die hier den Bonner Regenwald kaputt? Der Bonner Regenwald. Sowas sieht. Weißt du, was mich traurig macht, wenn ich dich sehe? +1, +1. Und warum machst du dann? Ich bin momentan traurig, wenn ich meine Frisur anschaue. Maschallah, der Hübsche, sag's einfach gar nicht. So viel mit mir. Ich muss auch irgendwie meine Brötchen verdienen. Manche Leute gehen anschaffen und ich bin eben mit dir unterwegs. Ich will mich mal vor dem Henry verstecken. Das Ding ist, im Wald ist der relativ ruhig. Im Wald gibt es nicht so viele Triggerpoints. Vielleicht sollte ich mich einfach nur noch im Wald mit dem treffen, Alter. Das, wieso werde ich heute von meinem Chat so weggefrontet? Was soll diese verfickte Scheiße, Lynn? Ich bin wieder angelaufen. Hi. Hallo. Ich gehe heute Gassi mit dem Tim. Warum? Reicht der Henry nicht? Soll ich dich wieder an die Leine nehmen, wenn du frech wirst? Muss das sein, oder? Finger. Ja, komm. Pfoten weg. An die Hose. Siehst du diese Stelle da, wo der Hügel ist? Ja. Da habe ich mein letztes Menschenopfer vergraben. Und das Ding ist, Henry wird jetzt bestimmt ausbuddeln, oder? Okay. Was antwortet man darauf, wenn einem mein bester Freund sowas erzählt? Wir gehen weiter in den Wald, bis es dunkel wird. Vielleicht keine gute Idee. Aber ich will nicht, dass mir das Gleiche passiert. Ich finde es hier im Wald immer so friedlich und ruhig. Ja, ruhig. Dabei. Du kommst an die Leine, du bist... Wie Tim auch bewusst diese Comedic-Kommentare mittlerweile so einstreut, weil er weiß, dass er darauf reagiert. Die haben sich richtig als Team gut eingespielt. Aber Tim ist trotzdem ersetzbar. Nicht friedlich. Joke, ich mag den... Ich und ruhig. Ich bin friedlich. Du kannst dich nicht benehmen. Pfoten weg. Was bist du für ein Hund? Warum stehst du noch auf den Hinterpfoten? Ja! Ja, ich gehe Gassi mit einem Menschen! Ich gehe Gassi mit einem Menschen! Ja, ist gut, ich komme ja schon. Hallo! Ich gehe Gassi mit einem Menschen! Da oben sind übrigens echt Leute. Zeug! Komm, wir drehen um. Komm her! Es gibt heute ein Hundeopfer. Wir können ja mal ein Video machen. Ebola! Wir können ja mal ein Video machen, wo Gisela mich einen Tag an der Leine hat. Ich glaube, das würde sie sehr erfreuen. Mach doch bitte einen Tag mit Gisela in einem SM-Club. Das würde ich feiern. Tim bestimmt auch. Was sagt eigentlich die Rothaarige dazu? Spannend. Au, brech mir noch meinen Fuß. Das würde mich erfreuen. Wie heißt der Bürgermeister von Esel? Halt die Fresse! Ganz genau, halt die Fresse. Ich kann hiermit auch dem Hund ein Ohrloch stechen und das da reinmachen. Nee, lieber nicht. Ich mach es bei dir. Nee, das auch. Ja. Komm, Jan. Ich liebe diese ruhigen Waldspaziergänge mit Gisela. Oh, oh. Oh nein, oh nein. Ey, er soll dich anspringen. Mach ich das halt. Jetzt ist aber gerade ganz wild, Alter. So, Leute, jetzt bin ich mit dem Henry mal im Wald Gassi gegangen. Mhm.
Viele von euch wollten ja mal sehen, wie das so ist. Und ja, genau, ja. Jetzt haben wir erstmal nach Hause. Und dann schütte ich mich zu. Alles klar. Klingt nach einem Plan. Also Hundesitter, hast du nicht noch irgendwas mit dem Hund gemacht? So Tricks, irgendwas, dem Fahrradfahren beigebracht? Hallo. Ja, Kartbahnbord. Mit EEG-Kleber. Ha, ja, ist keine Tonaufnahme an. Ha. Was passiert, wenn ich das aus dem Fenster schmeiße? Nein, Bro, mach's nicht. Oh, Junge, er macht's doch, oder? Oh, ich hätte es krank gefeiert, wenn er die Kamera aus dem Fenster geschmissen hat. Hätte. Deutsch. Freude. So, also wie ihr seht, ich musste mich leider gerade umziehen, weil ich habe mir Getränk übergeschüttet. Mhm. Ja, das war voll gelogen. Wir haben einfach das Outro vergessen. Nein, ich musste mich schnell um... Ach, wie erzähle ich das? Ja, wir haben... Stimmt, er saß gerade vorne. Jungs. Das Auto vergessen. Und, ist egal. Ja, ja, ja. Teil das Spielzeug, sonst breche ich dir deine Pfote. Alter, Junge. Henry, entspann dich bitte, Bruder. Teil das Spielzeug. Alter, stell dir mal vor, er bricht das wirklich dem Hund die Pfote, Mann. Das wäre nicht cool. Das wäre nicht cool. Nee, wär's nicht. Mach bitte nicht. Mir. Oh. Ja. Teil es mir. Gib das Spielzeug. Ja. Henry, kämpf. Du bist stärker. Du bist stärker. Hat er gerade ja, gemacht? Oh, Junge. Das Schöne ist halt, Henry spielt halt so. Ein Akani spielt genauso. Akani, man gibt ihm irgendwas in den Mund und man zieht einfach nur dran. Akani macht nur Herr, 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 Herr. Mein Bruder hat den Spitznamen Hermann gegeben. Oder Herr, Mann, weil Akani immer nur Herr, Herr, Herr macht. Ja, hat niemand nachgefragt, oder? Ja, ich will es. Ja. Ja, ah ja, okay. Der verfolgt dich. Alter, das ist wieder eine ganz wilde Nummer, die hier gerade abgeht. Ja, warum nicht? Ja, ja. Aber man sieht, Henry ist voll cool, Mann. Sehr, sehr entspannter Hund. Tut ihm nichts. Ehrendog. Willst du es haben? Nur ich weiß, wo es ist. So, meine Lieben, das war unser Video. Ein Tag mit Henry. Päh. Viele hat es ja mal interessiert, wie es aussieht, wenn... Ja, das ist meins. Ja, ja, meins. Da, ja. Viele haben sich ja dafür interessiert, wie es aussieht, wenn ich mich mal intensiver mit Hinz Hund beschäftige. Und ja, das Ganze sieht dann so aus. Und es hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Schön. Ich bin überall. Ich bin überall. Macht's gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, ich bin überall. Okay. Henry, willst du auch noch was zu den Zuschauern sagen? Oh, wie süß. Überall. Ach so. Wieder wirst du es haben. Ja. Nie wieder. Okay. Nie wieder. Lass uns ich nicht. Auch das. Warum? Du bist nur neidisch, weil du keins hast. Recht. Ja. Du bleibst hier. Ich nehme dich in den Schwitzkasten. Was? Hä? Interessantes Video. Ja. Interessantes Video, auf jeden Fall. Ich bin kein Hundefreund. Mhm. Ich hab doch Säure bestellt. Hoffentlich nicht. Geiles Video. Das Schöne ist, dass ich mich jetzt gleich direkt dran machen darf und den Diss-Track gegen die beiden schreiben darf. Da bin ich auf jeden Fall echt heiß drauf und habe wirklich Bock drauf. Das ist so eine Sache, da freue ich mich doch sehr drauf.